Fühlst du dich manchmal, als würdest du trotz hartem Programmieren und vielen Stunden Coden einfach nicht vorankommen? Erinnerst du dich noch an die Anfangszeit deiner Entwicklerkarriere, als alles neu und aufregend war und du schnell Fortschritte gemacht hast? Aber jetzt scheint es, als würdest du nur noch auf der Stelle treten. Dann mag das Problem sein, dass du zu viel programmierst. Moin Leute, ich bin Tim, Softwareentwickler, und ich kenne dieses frustrierende Gefühl nur allzu gut. In diesem Video zeige ich dir also, warum du nicht die erwarteten Fortschritte machst, was du ändern kannst, um schnell wieder voranzukommen, und warum die überraschende Lösung sein könnte, tatsächlich weniger Code zu schreiben statt mehr. Lass uns dazu einen Blick ins Fitnessstudio werfen. Und nein, du musst nicht trainieren gehen, keine Angst. Aber falls du schon mal warst, kommt dir folgende Situation bestimmt bekannt vor. Du bist das erste Mal im Gym, versuchst dich an einer neuen Übung oder einfach am Joggen. Es ist auch super anstrengend, aber du ziehst richtig durch. Nur bis jetzt konntest du noch nicht so viel Gewicht bewegen. Kein Problem, denkst du dir. Der nächste Besuch, der wartet ja schließlich schon. Beim nächsten Besuch versuchst du dich auch wieder an der Übung und es passiert was Unabdingbares. Das Gewicht vom letzten Mal fühlt sich jetzt einfach an und du bewegst jetzt schon deutlich mehr. Und noch besser. Es bleibt nicht nur bei diesem einen Mal. Für die ersten paar Monate steigerst du dein Gewicht weiter und weiter, ohne wirklich auf Ernährung, Satzzahl oder sonstiges zu achten. Das Phänomen ist auch als Beginner Gains oder Newbie Gains, also den Fortschritt, den du als Anfänger machst, bekannt. Beim Programmieren ist es auch ziemlich genauso. Anfangs überfordern dich so Grundlagen wie Variablen, Schleifen, Kontrollstrukturen, aber schon nach sehr kurzer Zeit hast du sie höchstwahrscheinlich verstanden. Und das ist einfach ein super geiles Erfolgserlebnis, denn jetzt hast du einen spürbaren Fortschritt gemacht. Jetzt kannst du dich auch an das nächste, schwierigere Thema wagen, zum Beispiel Libraries, Frameworks, und auch hier wirst du merken, dass du die Grundlagen super schnell verstehst. Vor Dopamin und Glücksgefühlen kannst du dich an diesem Zeitpunkt jetzt kaum noch retten. Heißt, als Anfänger machst du stetig Fortschritte, feierst Erfolge und musst dafür vergleichsweise wenig leisten. Ich kenne das nur zu gut von mir selbst. Als ich angefangen habe, React Native für die Cape App, eine Android- und iOS-App, um den besten Döner zu finden, zu lernen, boah, ey, das war so geil, das hat auch so viel Spaß gemacht, einfach weil ich die Fortschritte sehen konnte und immer etwas Neues und Nützliches gelernt habe. Das soll jetzt aber auch nicht heißen, dass Programmieren lernen super einfach ist, nur dass aller Anfang dank vieler Erfolge eher motivierend ist. Denn nachdem ich den Udemy-Kurs durchgespielt hatte, war ich eher demotiviert und hatte auch das gegenteilige Gefühl. Da stellt jetzt also die Frage in den Raum: Wieso fühlt es sich dann nach einiger Zeit so an, als würdest du keinen Fortschritt mehr machen und manchmal sogar Rückschritte? Einerseits ist das einfach die schnelllebige Welt der Informatik. Es gibt immer etwas Cooleres, es gibt immer etwas Neueres, etwas Besseres. Und dir wird einfach suggeriert, dass du ohne jede neue Technologie zu lernen bald schon aufs Abstellgleis gehörst. Und da gehörst du auch auf jeden Fall hin, wenn du noch nicht abonniert hast. Also auf geht's, jetzt abonnieren! Andererseits lässt sich das ziemlich einfach durch das Ertragsgesetz erklären. Die X-Achse ist der Input, also wie viel du lernst und leistest. Die Y-Achse der Output, wie viel neues Wissen du aufbaust. Wie du siehst, steckst du anfangs wenig Energie ins Lernen und bekommst dafür unverhältnismäßig viel Wissen zurück. Auch einfach, weil alles für dich neu ist. Investierst du jetzt aber immer mehr und mehr Energie, dann bekommst du aber leider immer weniger und weniger zurück, und zu guter Letzt kann das sogar ins Negative umschwanken. Der englische Name Law of Diminishing Returns fasst es für mich am besten zusammen. Falls du jetzt noch härter arbeitest, dann könntest du tatsächlich wieder Rückschritte machen. Damit du aber der Kurve entkommst und schnell viele Fortschritte feiern kannst, bleibt dir nur eine Lösung: weniger programmieren. Aber das ist auch nur die halbe Wahrheit. Zwar würdest du die Kurve langsamer erklimmen und länger von überdimensionalen Fortschritten profitieren, keine Frage, aber insgesamt wurde alleine durchs weniger Arbeiten noch nie mehr erreicht. Um das jetzt wirklich zu verstehen, wagen wir doch nochmal einen kleinen Blick ins Fitnessstudio. Jeder, der etwas länger trainiert, führt nämlich ein Tagebuch, egal ob analog oder digital. Dabei handelt es im Tagebuch nicht über deine Gefühle, denn die werden sowieso mit irgendwelchen Eiweißshakes ertränkt. Nein, in dem Tagebuch geht es darum zu tracken, wann, wie viel Gewicht, wie häufig bewegt wurde. Doch wie soll dir das jetzt helfen?
Hier bringt das Konzept des Progressive Overloads das Erfolgsrezept. Dabei ist die Strategie, immer ein wenig mehr Gewicht zu bewegen als beim letzten Mal. Entweder indem du ein bisschen schwereres Gewicht nimmst oder einfach mehr Wiederholung machst. So wie du deine Muskeln im Gym immer mit mehr Gewicht trainierst, musst du jetzt auch dein Gehirn mit immer mehr Gewicht trainieren. Nur, wie kannst du das jetzt auf das Programmieren übertragen? Anstatt mehr Gewicht zu nehmen, musst du mehr mentale Kapazitäten verwenden. In der Regel befinden wir uns im Leben auch in drei Zonen. Der Überforderungszone, der Stresszone und der Komfortzone. So gut wie alles, was du schon kennst und kannst, gehört in die Komfortzone und bindet relativ wenig mentale Kapazitäten. Dinge in der Überforderungszone binden dem entgegen zu viele mentale Kapazitäten, sodass du dich gar nicht mehr aufs Lernen konzentrieren kannst. Die goldene Mitte, die bildet jetzt also die Stresszone, denn hier wirst du gefordert und gefördert. Bei mir ist die Stresszone zum Beispiel die Keep-App mit React Native zu schreiben. Denn TypeScript und Frontend, das konnte ich ja schon, nur React selbst und Apps waren neu für mich. Vor allem die App auch nicht alleine, sondern in einem kleinen Team zu entwickeln, das war auch gar nicht so einfach. Konkret heißt das jetzt für dich, dass du regelmäßig etwas Neues und Unbekanntes programmieren musst. Such dir also ein Projekt und achte darauf, dass du mindestens bei ein oder zwei Aspekten überhaupt gar keine Ahnung hast, wie du das jetzt umsetzen willst. Wenn du jetzt auch recherchierst und das anwendest, dann machst du richtige Fortschritte. Jetzt weißt du zwar, warum du keine Fortschritte machst und wie du wieder schnell vorankommen kannst, aber was hat das alles jetzt mit weniger Programmieren zu tun? Lass uns dazu nochmal ins Gym blicken. Beim Progressive Overload habe ich ja auch von mehr Wiederholungen gesprochen. Die Aussage muss ich doch nochmal ein bisschen einschränken, denn mehr Wiederholungen würden ja auch mehr Programmieren bedeuten. Was glaubst du aber, bringt dir mehr Erfolg für einen dicken Bizeps? Du könntest Option A, eine Wiederholung weniger als beim letzten Mal machen, dafür aber mit mehr Gewicht. Option B, 1000 Wiederholungen bei einem sehr geringen Gewicht. Oder Option C, super viel Gewicht und dafür kaum eine Wiederholung schaffen. Ich behaupte, dass die Antwort ziemlich eindeutig ist. Option A sorgt für deutlich mehr Erfolge. Du solltest beim Programmieren also nicht nur Neues und Unbekanntes suchen, sondern auch Fokus auf Qualität statt Quantität legen. Anfangs lernst du eine Menge durch Quantität, versuchst du aber bewusst besser zu programmieren, sorgt das für so viele Fortschritte, dass dir schon fast schlecht wird. Nur wenn es dir wie mir geht, dann bringen diese Tipps hier alle gar nichts. Ich wollte nämlich auch immer irgendetwas Neues in einem Projekt umsetzen, aber in die Umsetzung kam ich eigentlich nie. Es blieb immer bei dem Gedanken, wie cool es doch jetzt wäre, eine neue Programmiersprache oder ein neues Framework zu lernen. So kam es dann auch, dass ich über ein Jahr lang nichts Neues, Eigenes mehr selbst programmiert habe. Mittlerweile konnte ich aber eine Möglichkeit finden, mit der ich regelmäßig und mit Spaß programmiere. Für mich persönlich war die Lösung in dem Buch Feel Good Productivity von Ali Abdaal. Hier beschreibt er zwei Konzepte, die mich dazu brachten, wirklich regelmäßig zu programmieren. In der Beschreibung verlinke ich dir noch das Audiobuch, welches ich gehört habe. Einerseits blocke ich mir jetzt aktiv die Zeit im Kalender, um zu programmieren. Doch das hat früher nicht wirklich geholfen. Jetzt aber in Verbindung mit einem nicen Ziel hat es funktioniert. Das steht nämlich für N, Near Term, also irgendwas, was ich in ein paar Tagen oder in einer Woche erledigen kann. Das I steht für Input Based. Es kommt nicht auf das Endergebnis an, sondern darauf, was ich reinstecke, um das Ziel zu erreichen. Das C steht für Controllable. Ich kann es kontrollieren, wie viel ich dann in der Woche da wirklich reinstecke an Zeit. Und das E für Energizing. Wie würde die Aufgabe aussehen, sodass sie mir Spaß macht? Leider stellt uns der Progressive Overload noch vor ein riesiges Problem. Denn wenn du immer komplexere Probleme bewältigen willst, reicht es nicht einfach, nur ein Tutorial zu nutzen. Du musst selber nachdenken und deine eigene Problemlösungsstrategie entwickeln. Ansonsten wird dein Ertrag auf der Kurve immer negativ bleiben. Schau also dieses Video hier als nächstes, indem ich dir ein Schritt-für-Schritt-Framework an die Hand gebe, um schwierige Probleme einfach lösen zu können. Damit denkst du wie ein erfolgreicher Programmierer.